Hallo zusammen, willkommen am ersten, naja, wenn ihr es seht, ist es nicht mehr der erste Mai, glaube ich, sondern wahrscheinlich eher der dritte oder später. Ja, willkommen zum Mai. Taverne der Legenden. Beim letzten Mal wollte ich, weiß ich nicht, was ich wollte. Ich wollte auf jeden Fall irgendwas haben und plötzlich kam Mickey raus, der nicht vorgestellt war. Habe ich mich irre drüber gefreut. Von daher, es gibt ja viele, die sagen, Taverne der Legenden ist scheiße, bringt mir nichts. Ich hatte nach Mickey noch 20 Beschwörungen über durch Embleme. Jetzt habe ich natürlich wieder die Legenden gespielt. Und von den Vorgestellten habe ich nur Malosi. Clarissa hatte ich ja letztes Jahr die Jagd riesengroß gemacht. Das konnte bei mir auf dem Channel schon mitverfolgt werden, dass das richtig in die Hose ging. Ich glaube, waren weit über 100 Beschwörungen und sie kamen nicht. Weit über 100, fast 200. Oder 150, 160, irgendwie so. Alassie wäre okay. Ich nichts dagegen, aber vielleicht springt doch so eine Frieda mich an oder eine Seeschat oder ein Alberich. Müssen wir mal schauen. Ich drücke einfach mal. Und der Held des Monats ist natürlich auch was, was man prinzipiell immer haben will. So, nö, Schlitzartig braucht man nicht. Und wenn irgendein 5-Sterne-Held kommt, werde ich wahrscheinlich aufhören. Also speziell, wenn der Held des Monats kommt, höre ich auf jeden Fall auf. Aber. Ja, das ist ja mit den 20, 22 Beschwörungen eigentlich nicht zu erwarten. Oh, ich dachte schon, da kommt er hinterher. Ansonsten lila Helden nehme ich gern, weil ich habe Wappenröcke ohne Ende. Grabmacher wäre nice, Frieda wäre nice. Bärden wäre nicht nice. So. Rot, ja. Ah, ist nicht ganz der Grabmacher. Rot oder blau oder lila? So, jetzt haben wir schon mal 4 Sterne. Nochmal 4 Sterne. Und hier war doch auch, ja, Mystero. Ob ich den haben will? Eigentlich nicht. Das wäre jetzt Karma gewesen, wenn der direkt hinterher sich zeigt. Na, dann mal wieder 4 Sterne. Aber kein Bonuszug lässt sich blicken. Und die 5 Sterne, die sind auch schüchtern. So. Halbe Strecke geschafft. Bärden hat Bock heute. Der war auch nicht der erste von seiner Sorte. Bärden hat Bock. So, Bärden. Jetzt hast du auch einen stärkeren Kollegen irgendwo. Du bist nicht stärker. Scarlet. Dann kommen 6er noch. Kelil, wir bleiben bei 4 Sternen. Und Rot, zweimal Rot, der Held des Monats ist auch Rot. Nee. So, optimistisch bleiben. Der kleine John. Brienne, ja, du darfst nicht fehlen. Du bist ja prinzipiell immer dabei. So, 2 haben wir noch. Balthasar. Und Rennfeld. Ja, dann war da nix. Ist nicht so schlimm, ich habe Sachen zum Leveln. Naja, gut, was heißt es nicht so schlimm? Es sind halt 22 Beschwörungen ohne was Sinnvolles. Trotzdem, ich hoffe, ihr habt mehr Glück. Und auch im Laufe des Monats. Haut rein, bis denn. Ciao, ciao.